Ja, wenn man mich fragt, warum ich Priester werden wollte, dann ist es eigentlich eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich denke, angefangen hat es wahrscheinlich alles schon im Kindergarten. Da hat der kleine Andreas so mit 3, 4 Jahren Kirchen gemalt, Weihrauchfässer gebastelt. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich der ausschlaggebende Grund war. Wahrscheinlich war es deshalb, weil es da die tollen Geräte gab, die so schön geglänzt haben. Die Pfarrer haben die tollen Gewänder angehabt. Das hat einfach den kleinen Andreas fasziniert. Ich glaube, wie es viele kleine Kinder fasziniert. Und das hat sich einfach, würde ich sagen, so weiterentwickelt. Man hat sicherlich auf seinem Lebensweg andere Sachen sich mal überlegt. Der Andreas wollte auch in der Zwischenzeit einmal Busfahrer werden. Er hat einen ganz anderen Beruf gelernt. Ich habe gerade vom Kindergarten gesprochen. Ich habe ja Ausbildung als Kinderpfleger gemacht. Es ist das, was ich eigentlich gelernt habe, weil es mir immer schon wichtig war, irgendwo mit Menschen zu tun zu haben. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht und wie ich fertig war, habe ich gemerkt, irgendwas fehlt noch. Die Menschen habe ich schon gehabt, also ich habe mich schon mit Menschen beschäftigen dürfen. Aber ich wollte irgendwie noch Gott mit ins Spiel bringen. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn du Pfarrer wirst? Jetzt habe natürlich ich eine Ausbildung gemacht, die nicht unbedingt auf den ersten Blick in diese Richtung deuten würde. Ich habe auch vor dieser Ausbildung zum Kinderpfleger eine Realschulausbildung gemacht, also kein Abitur, und habe mich dann erst informieren müssen und erfahren, dass man auch ohne Abitur Priester werden kann. Das heißt, man studiert dann auf dem sogenannten dritten Bildungsweg. Da ist Voraussetzung, dass man eben einen Hauptschul- oder Realschulabschluss hat und eine abgeschlossene Berufsausbildung und kann dann in einem eigenen Institut, das nennt sich Studium Rudolfinum, in 6 bis 7 Jahren auch Priester werden. Das war jetzt der Weg, den ich von 2006 bis heute gegangen bin und jetzt bin ich am Ziel dieses Weges. Es ist ein schöner Weg gewesen, ein sehr erfüllender Weg, der wahrscheinlich auch, und ich hoffe so, in dieser Weise weitergehen wird. Und das ist eigentlich das, was ich allen mit auf den Weg geben möchte. Der Glaube ist schön und der Glaube macht Freude. Und ich kann jedem empfehlen, sich auch auf diesen Weg zu machen, sich auf den Glauben einzulassen und zu hören, wie Gott einen ruft. Am Samstag, den 29. Juni, wurden im Dom zu Regensburg 12 Neupriester von Bischof Rudolf Voderholzer zu Priestern geweiht. An die 1500 Besucher sowie zahlreiche Priester aus allen Ecken des Bistums und Vereine fanden sich im Dom ein. Die Feier dauerte 3 Stunden und lief nach genau geplanter Liturgie, bei dem jeder Teil genau stimmen musste, ab. Die symbolischen Handlungen bei dem Weihegottesdienst sind folgende. Zuerst wird über die am Boden liegenden Neupriester der Heilige Geist herabgerufen. Alle Heiligen werden dabei um Beistand gebeten. Dann legen der Bischof und alle anwesenden Priester die Hände auf. Danach bekommen die Neupriester ihr Messgewand, welches sie nun zum ersten Mal bei der Heiligen Messe tragen dürfen. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Die Priesterweihe im Bistum Regensburg im Jahre 2013, es ist meine erste Weihe als neuer Bischof, steht unter zwei wunderbaren Vorzeichen. Sie kann stattfinden am Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus, der Urbilder des priesterlichen Dienstes, allen, die Peter heißen oder Paul, an dieser Stelle alles Gute zum Namenstag. Und die Zahl der Weihekandidaten, sie ist wahrhaft apostolisch. 12 Diakone werden jetzt dann durch die Handauflegung des Bischofs und mein und ihr aller Gebet zu Priestern geweiht. Ein großer Festtag für unser Bistum. Und so grüße ich zuallererst natürlich Sie, liebe Weihekandidaten hier im Regensburger Dom, auf das Herzlichste. Ich grüße Ihre Eltern, Großeltern und Geschwister, Ihre Familien also, die zum Teil wie Sie selbst weit herkommen. Saludo as familias brasileiras, seisham bem-vindos. Ich begrüße herzlich die Gläubigen aus ihren Heimat- und Einsatzverein, allen voran die Priester, die sie auf ihrem Weg begleitet haben und sie hingeführt haben zum Priestertum. Ich freue mich sehr, dass darüber hinaus so viele Priester gekommen sind, für die jungen Mitbrüder zu beten, ihnen nachher auch die Hände aufzulegen und sie in ihr Kollegium aufzunehmen. Danke für ihr so zahlreiches Kommen. Das ist eine Ermutigung für uns alle und ein Zeichen dafür. Die Kirche lebt, sie hat Zukunft, weil sie den verkünden darf, der das Leben selbst ist. Und jetzt bitte ich unseren Herrn Regens, Monsignore Martin Müller, Verantwortlichen für die Festausbildung, die Weihekandidaten aufzurufen und uns vorzustellen. Ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe von den Bischof zu treten. Reinhold Eicker aus Nussdorf, Pfarrei St. Johannes der Bibel. Hier bin ich. Klaus Johannes Pereira aus São Paulo, Pfarrei Nossa Senhora, Reina des Apostels. Hier bin ich. Steffen Brinkmann aus Paderborn, Neue Beken, Pfarrei St. Martin. Hier bin ich. Stefan Gerlich aus Eckenfelden, Pfarrei St. Nikolaus und St. Stephanus. Hier bin ich. Thomas Peter Kopp aus Kühlmein, Pfarrei St. Hier bin ich. Thomas Kraus aus Eide, Pfarrei Marienhofland. Hier bin ich. Bernhard Esser aus Sulzberg, Pfarrei St. Laurentius in St. Katharina. Hier bin ich. Herr Eichmann, Herr Coelho aus São Paulo, Pfarrei Nossa Senhora, Reina des Apostels. Hier bin ich. Sebastian Scherr aus Regensburg, Pfarrei St. Wolf. Andreas Schimpo aus Obertraubing, Pfarrei St. Georg. Hier bin ich. Daniel Stark aus Weih, Pfarrei Herz Jesu. Hier bin ich. Thomas Thiermann aus Kirchenreuth, Pfarrei Maria Himmelfahrt. Hier bin ich. Obrigado, Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diese unsere Brüder zu Christen zu bringen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk und die Verantwortlichen wurden gefragt, ich bezeuge, dass sie für würdig waren. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese unsere Brüder zu Christen. Amen.
Liebe Weihekandidaten, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. 12 Diakonen werde ich nachher also die Hände auflegen dürfen und sie werden durch die Handauflegung und das Gebet zu Priestern geweiht. Bevor ihr die Priesterweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr diesen Dienst auf euch nehmen und euer Leben lang erfüllen könnt. So fragen wir euch, seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung, zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus den Herrn von Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Deine Gnade und die Vollmacht des Priesters.
und bewahre ihnen stets den Reichtum deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus unser Herrn.
Nach einer Woche geht es dann zur Primiz, den ersten eigenen Gottesdienst in der eigenen Heimatpfarrei. Für unseren Neupriester aus Obertraubling, die Pfarrkirche St. Georg in Obertraubling. Obertraublinger Bürger empfingen ihren neu geweihten Priester trotz Regen am Spätnachmittag in großer Zahl und begleiteten ihn mit Musik zur Vesper in der Pfarrkirche und anschließenden Beisammensein in der Turnhalle der Schule. Hallo.
So, wir wollen Sie recht herzlich begrüßen. Ich muss sagen, der Herr Schinko bzw. der Andreas war schon mal ein Kindergartenkind von mir vor ganz, ganz langer Zeit. Eine kleine Anekdote darf ich dir erzählen? Ja, ich erinnere mich noch, wir sind in die Schule gegangen, Vorschulkind war er. Alle hatten sich interessiert für die Lehrer, für die Zimmer, für die Schüler. Aber der Andreas war ganz alleine beim Fenster gestanden. Dann bin ich zu ihm gegangen und dann habe ich gesagt, Andreas, was ist denn los? Sagt der Isabella, schau mal, wie schön man von da aus die Obertraublinger Kirchturmkuppe sieht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Andreas, vielleicht bist du mal ein Priester. Und jetzt steht er da. Wir Kinder hatten Kinder und viele Leute begrüßen den neuen Priester heute. Es ist ein großer Tag der Heimatempfang und wir erzählen dir jetzt, wie alles begann. Du warst ein Kindergartenkind, wie wir. Nicht der Fußball, das Bäume klettern oder Flieger falten. Nein, du wolltest Bauer spielen und Messe halten. Jetzt bist du groß, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Du hast den Segen vom Bischof empfangen. Jetzt wünschen wir dir zu deinen kirchlichen Festen alles Gute und nur das Beste. So, wir dürfen uns bitte in die Reihe stellen. Nicht? Ganz toll am Tisch. Wir Kinder wünschen dir viel Freude und Kraft für dein Leben. Was ist denn das? Ein wenig Spaß und Freude dazu. Das in allen Dingen, der Tag, der mag gelingen. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Ein Freund, der zu dir hält. Das in allen Dingen, der Tag, der mag gelingen. Ich wünsch dir was ist denn das? Fröhlichkeit zu jeder Zeit, das in allen Dingen, der Tag, der mag gelingen. Ich wünsch dir was ist denn das? Ein Herz ganz weit und Offenheit, das in allen Dingen, der Tag, der mag gelingen. Ich wünsch dir was ist denn das? Das für dich die Sonne scheint, das in allen Dingen, der Tag dir mag gelingen. Ich wünsch dir was ist denn das? Das für dich dein Vogel singt, das in allen Dingen, der Tag dir mag gelingen. Alle Kinder haben viele bunte Luftballons mitgebracht und passen zu diesem Lied, ich wünsche dir was, das ist denn das, haben wir uns gedacht, möchten wir diese vielen bunten Luftballons jetzt gemeinsam für dich steigen lassen, verbunden mit den herzlichsten Wünschen. Alles Gute.
Also ich soll das Kommando geben. Bei drei lassen wir alle los, okay? Ich zähle bis drei und dann lassen wir los. Eins, zwei und drei. Über unsere Neubürsten.
Wir feiern diese Kultur, weil es so üblich ist oder weil dieser Tag eben einen Grund zum Feiern bietet, sondern deswegen, weil der Pfarrer den Platz ernimmt, der durch andere Ämter und Organisationen nicht ersetzt werden kann. Bedeutsam ist er jetzt nicht nur für die Gläubigen der katholischen Kirche, auch wenn diese vorrangig seiner Fürsorge anvertraut sind. Ein Priester ist zum Dienst an allen Menschen berufen. Sein Wirken soll weit ausstrahlen und möglichst vielen Rat, Begleitung und Hilfe geben. Ein Priester soll als Leiter der Gemeinde nicht abgehoben von den Menschen, sondern mitten unter ihnen leben. Das zweite Vatikanische Konzil zeichnet das Leitbild einer Gemeindeleitung in einer partnerschaftlichen, dialogischen, kommunikativen und kooperativen Darstellung. Letztlich soll ein Priester nicht nur durch sein Tun, sondern vor allem durch sein ganzes Sein Zeuge Jesu Christi und damit Identifikationsgestalt seiner Gemeinde sein. Auch eine Gemeinde hat die Aufgabe, zum Wohl der Menschen tätig zu sein. Und Sie werden feststellen, liebe Herr Schickl, dass sich in Ihrem neuen Wirkungsbereich oftmals die Gelegenheit zur fruchtbaren Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde ergibt. Vom Priester wird also viel erwartet. Ich wünsche Ihnen, verehrter Herr Neupriester, dass Ihnen die Kraft dazu nie fehlen möge und dass Sie auch Ihrerseits von der Gemeinde sowohl der kirchlichen wie der politischen Unterstützung und Anerkennung erfahren werden. Erlauben Sie mir zum Schluss einen Gedanken von Joachim Gabel zu zitieren. Ich wünsche dir Menschen, die dich wirklich nehmen, so wie du bist. Mit Begrenztheit, Problemen und Schwächen. Eine Gemeinde, die dich als Gesandten des Zentrums vorzieht. Das waren die Wünsche der politischen Gemeinde, die darf sie in der Führerschaft finden, als Zeichen der Wertschätzung und der Mitfreude der ganzen Gemeinde sich an das goldene Buch ihrer Heimatgemeinde einzutragen. Und ich darf auch festhalten, das ist eine Premiere, weil ins goldene Buch der Gemeinde in der Kirche hat sich noch niemand eingetragen. Ich bitte Sie. Unser emeritierter Papst Benedikt XVI.
Dann zum Abschluss des Priesterjahres, die Jahre, die am 11. Juni 2010. Das Priesteramt ist nicht einfach Amt, sondern Sakrament. Gott bedient sich eines absoluten Menschen, um durch ihn für die Menschen da zu sein und zu handeln. Diese Kühnheit Gottes, der sich Menschen anvertraut, für ihn zu handeln und da zu sein, obwohl er unsere Schwächen kennt, das ist das wirklich Große, was sich im Wort Priestertum verbirgt. Lieber Andreas, für die Zukunft wünsche ich dir, dass du mit Gottes Segen und Gnade ein guter Priester, ein Diener des Herrn, ein guter Seelenhirte sein wirst, der die Menschen in sein Herz schließt. Papst Franziskus sagte bei der Pfingstbewegung vor Kirchenbewegungen, vor allem Raum, die beiden Zeugen, an der wir gläubig uns aufrichten können. Lieber Andreas, für deinen weiteren Lebensweg Gottes Segen und Gnade, damit er dir die Kraft und die Mut gibt, dein christliches Wirken in seinem Geist und seiner Liebe zu erfüllen. Ich darf Sie alle ganz herzlich in unserer Pfarrkirche St. Georg willkommen heißen. Mein besonderer Gruß gilt heute natürlich dir, lieber Neupriester, lieber Andreas. Ein besonderer Gruß gehört deinen Eltern und Angehörigen und Ihnen allen, liebe Gäste, die Sie aus nah und fern gekommen sind. Unser Herr freut sich heute am Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus und mit allen Heiligen und Engeln im Himmel und wir, die Gemeinde von Obertraubing. Wir freuen uns hier auf Erden. Und Anlass dafür bist du, lieber Provinziant. Christus hat dich heute zum priesterlichen Dienst berufen und du hast heute im Dom zu Regensburg dein Ja dazu gesagt. Lieber Andreas, wir alle danken dir, dass du zur priesterlichen Berufung Ja gesagt hast. Und dein Weg hat dich heute, natürlich, wie es ja selbstverständlich ist, hierher in unsere wunderschöne Pfarrkirche geführt. Denn hier wurdest du getauft und gefirmt. Hier hast du zum ersten Mal das Sakrament der Buße und der heiligen Eucharistie empfangen. Dieses, unser Gotteshaus, war in den vergangenen Jahren liturgische und geistliche Heimat. Für all deine Dienste am Altar sage ich dir heute auch ein ganz herzliches Vergelt's Gott. Lieber Andreas, ich meine, du hast eine gute Entscheidung getroffen, Priester zu werden. Priesterlicher Dienst macht Sinn, weil er Sinn macht. Er wird dich zufrieden und glücklich machen. Hier gilt, was Jesus Petrus gesagt hat, in diesem Leben werdet ihr hier mir nach vor der Folgezeit alles bekommen, was ihr braucht, wenn auch unter Bedrängnis und Verfolgung und in der Ewigkeit das himmlische Leben. Jesus malt das Leben in seiner besonderen Nachfolge nicht rosa, rot oder himmelblau. Du wirst sicherlich auch in deinem Leben noch manche Bedrängnisse haben, aber wenn du täglich betest, wie dir das von der Kirche aufgetragen wird, im Reviergebet, wenn du wirklich mit Christus verbunden bleibst, dann wirst du immer genügend Trost erfahren, den priesterlichen Dienst als sinnvoll erkennen, darin zufrieden und glücklich sein. Heute hat dir bei der Priesterweihe der Bischof Kelch und Hostienschale mit den Worten übergeben: Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Heute wird oft vom Stress im priesterlichen Dienst gesprochen. Größere Flächen, weniger Priester, mehr Pfarreien, mehr Anforderungen, weniger Resonanz. Ja,
Liebe Schwestern und Brüder, all das ist richtig. So ist unsere Zeit. Man kann angesichts dieser Gegebenheiten rebellieren oder natürlich, man kann auch resignieren. Es macht aber auch keinen Sinn, sich nach den guten alten Zeiten zurückzusehnen. Die sind vorbei. Das Heute ist unsere Zeit und das Heute ist unsere Aufgabe. Wir können und sollen hier und heute in unserer Kirche Christus dienen und dem Reich Gottes die Wege bereiten. Du, lieber Andreas, hast heute Anteil am Geist Christi empfangen. Er ist durch die Weihe zu dir gekommen und ist als unauslöschliches Merkmal nun immer in dir. Mit unserem Herrn und Heiland, der als Priester, Lehrer und Hirte in dir lebt und wirkt, musst du jeden Tag das Gespräch suchen. Er lässt dich erkennen, was du tun sollst. Das wird dich weder nachlässig machen, noch in Stress bringen. Was er euch sagt, das tut er. Das wird dein Leben wirklich sinnvoll und fruchtbar machen. Der wichtigste Dienst des Priesters, liebe Schwestern und Brüder, ist die Eucharistiefeier. Priesterlicher Dienst im Priester, Lehr- und Hirtenamt muss sich in der Feier der Heiligen Messe konzentrieren. Von der Eucharistiefeier muss unser priesterlicher Dienst gelehrt, geformt und gesendet werden. Und deshalb muss das Hauptaugenmerk von uns Priestern eben auf der Feier der Heiligen Eucharistie liegen. Jede Messfeier, besonders die am Sonntag, muss ein Erlebnis für uns selbst und natürlich für alle Gläubigen sein. Sie wird ein tiefgreifendes geistliches Erlebnis für alle Gläubigen, wenn sie für uns die Priester ein Erlebnis ist. Die Eucharistie muss so vom Priester gefeiert werden, dass sie die Menschen hin zu Jesus Christus führt. Die Gläubigen sollen mit Christus in einen lebendigen, persönlichen Kontakt kommen. Sie müssen mit ihm reden dürfen und nicht einfach so vollgeplappert werden. Es geht ja in der Eucharistiefeier nicht um uns, es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Er muss die Mitte sein. Und auch wenn nur wenige kommen, die feine Heilige Messe muss unser Herzensanliegen und Zentrum unseres priesterlichen Dienstes sein. Lieber Andreas, du wurdest heute vor allem für die Feier der Eucharistie geweiht. Das ist kirchliche Tradition und das ist kirchliche Lehre. Mach also die Eucharistie zum Herzstück deines Lebens und zum Herzstück deiner pastoralen Tätigkeit. Die Eucharistie nimmt immer unsere ganze Welt mit hinein. Sie ist nicht fern von der Welt, wenn sie im kirchlichen Sinn gefeiert wird. Sie ist Missa pro Mundi Vita, Eucharistie für das Leben der Welt. Messe, in der die Welt hineingelegt und in der die Welt verwandelt und verändert wird. Wer als Priester wirklich Eucharistie feiert, mit Herz und Verstand, mit Körper und Geist, mit Seele und Gemüt, der wird ein guter Seelsorger, Verkünder und Hirte sein. Er wird den Menschen zuhören und ihnen den Himmel auftun können. Er wird sie trösten und auch die Gebote Gottes mit aller Klarheit und Klugheit als Gebote zum Leben lehren können. Er wird den Gläubigen helfen können, nach jedem Fall wieder aufzustehen. Er wird als gute Hirte für die Menschen da sein, im Leben und im Tod. Und er wird ihnen Gott bringen. Lieber Andreas, werde ein eucharistischer Priester, dann wirst du ein zufriedener und ein glücklicher Priester, ein authentischer Verkünder und ein guter Seelsorger. Lieber Andreas, lieber Neupriester, von Herzen wünschen wir dir alle, die wir heute beisammen sind, Gottes reichen Segen, seine spürbare Zuwendung Tag für Tag und dass du durch deinen Dienst auch selbst zum Segen wirst für die Menschen, die dir in Zukunft anvertrauen werden. Von Herzen
alles erdenklich Gute in Gottes reichen Segen. Komm mir zu Hilfe. Herr, sei dein Vater.